Tom der Abschleppwagen. Hey Leute, warum die Eile? Oh, ihr helft dem Weihnachtsmann vor Weihnachten beim Verteilen der Geschenke? Immer mit der Ruhe, Klein Charlie. Oh nein. Klein Charlie, alles in Ordnung? Wir holen besser Tom den Abschleppwagen. Hallo Leute. Klein Tom? Du solltest eigentlich den Weihnachtsbaum mit den Süßigkeiten schmücken. Hört mal, Leute. Klein Charlie hat Peter dem Postauto dabei geholfen, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Und er ist aus Versehen in einen großen Weihnachtsbaum gefahren. Könnt ihr ihm helfen? Großartig. Auf geht's! Halte durch, Klein Charlie. Tom und Klein Tom sind auf dem Weg. Schau, hier sind sie schon. Da sind wir. Womit fangen wir an, Tom? Wir müssen die Scheinwerfer austauschen. Gute Wahl, Klein Tom. So ist es schon besser. Klein Charlie, könntest du bitte kurz deine Frontscheinwerfer einschalten? Perfekt. Was kommt als nächstes, Tom? Was ist denn da los, Klein Charlie? Du kannst deinen Motor nicht starten? Du meinst, der Motor ist nass geworden von all dem Schnee? Was wirst du tun? Klein Charlie, komm mal hier rüber. Das funktioniert tatsächlich. Klein Charlie, versuch mal deinen Motor zu starten. Das ist großartig. Klein Tom, kannst du mal eben Klein Charlie hochfahren? Perfekt. Also Tom, was haben wir denn hier? Reifen mit Spikes? Das ist perfekt. Jetzt hast du viel besseren Halt auf Eis und Schnee, Klein Charlie. Fertig. Wie fühlst du dich jetzt, Klein Charlie? Haha, so ist es richtig. Dann mal raus in den Schnee. Oh, hallo Peter. Mhm. Klein Charlie wollte gerade nach dir suchen. Oh, du hast eine Lieferung für Tom und Klein Tom? P
Peter, Klein Tom fragt sich, ob er sein Weihnachtsgeschenk aufmachen darf. Aber natürlich darfst du das, Klein Tom. Aber nicht vorm Weihnachtstag. Vielen Dank, Tom und Klein Tom. Fröhliche Weihnachten alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Amber. Warum die Eile? Du bist spät dran für das Weihnachtsprogramm des Krankenhauses? Du und Klein Amber sollt dort singen? Wow, was war das? Oh nein, halt an, Amber. Gut gemacht, Amber. Das war knapp. Komm schon, wir sollten schnell zum Krankenhaus. Alle warten auf dich. Bist du in Ordnung, Amber? Du bittest besser Tom den Abschleppwagen um Hilfe. Hallo, Tom. Hallo, Klein Tom. Das ist richtig, Klein Tom. Ein Hammer. Tom, Amber muss schnell repariert werden. Sie ist jetzt schon zu spät und sie muss schnell zum Krankenhaus, denn dort soll sie im Weihnachtsprogramm singen. Kannst du ihr helfen? Großartig. Auf geht's. Tom ist hier, um dir zu helfen, Amber. Hier sind wir auch schon. Du bist in 0, nichts repariert, Amber. Was tun wir als erstes, Tom? Wir schauen mal unter der Motorhaube nach. Ambers Motor startet nicht, weil ihr Keilriemen gerissen ist. Genau das brauchen wir, Tom. Einen neuen Keilriemen. Als erstes müssen wir die Schrauben lösen. Dann den Keilriemen austauschen. Wie können wir Amber denn noch helfen, Tom? Amber! Gleich bist du fertig. Vielen Dank, Klein Tom. Das ist aber sehr nett von dir. Was ist das, Tom? Ein Chip, der Ambers Gesangsstimme verstärkt? Fantastisch! Was für eine tolle Idee! Sehr schön! Toll gemacht, Tom! Tom, wie sieht's mit Ambers Batterie aus? Wir müssen sicher gehen, dass die funktionstüchtig ist. Du bist fertig, Amber. Was ist los, Klein Amber? Du willst nicht singen ohne deine Mutter? Schau, hier kommt Amber.
Och, ist das schön. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Sam. Hm? Es ist fast Weihnachten. Bist du gar nicht aufgeregt? Du sammelst all den Schnee, um ein Winterwunderland zu schaffen? Du siehst ganz schön müde aus, Sam. Du solltest dich ausruhen. Ich weiß, du bist aufgeregt, aber du siehst zu müde aus zum Arbeiten. Sam? Sam, aufwachen! Oh nein, Sam ist eingeschlafen. Alles in Ordnung, Sam? Ich denke, Tom muss kommen und dir helfen. Hey Leute, Sam hat versucht, Schnee zu sammeln für ein Winterwunderland. Aber er hat zu hart gearbeitet und ist umgekippt. Jetzt kommt er alleine nicht mehr hoch. Könnt ihr ihm helfen? Großartig, auf geht's! Hey Sam, hier ist Tom, um dir zu helfen. Also Tom, kannst du Sam wieder aufstellen? Großartige Idee, Tom. Du hebst ihn mit diesem Wagenheber an und dann kann Sam sich wieder aufrichten. Na dann mal zurück zu Toms Werkstatt, damit er dich reparieren kann. Gut gemacht, Leute. Ihr habt Sam wieder auf die Räder bekommen. Wo liegt das Problem, Tom? Du hast recht. Sams Pflug ist beschädigt. Kannst du ihn reparieren? Womit kannst du ihn denn reparieren? Einem Hammer? Du willst ihn zurück in Form biegen? Sams Pflug sieht so gut wie neu aus. Was kommt als nächstes, Tom? Ich verstehe. Sam hat einen gebrochenen Seitenspiegel. Der Spiegel sieht großartig aus. Tom hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Was ist los, Klein Tom? Du wolltest helfen, Sam zu reparieren, aber er ist schon fertig? Hast du eine Idee, Tom? Säuberungsspray und ein Lappen? Klein Tom, kannst du Sam putzen und ihn ordentlich zum Glänzen bringen? Gut gemacht, Klein Tom. Du warst eine große Hilfe. Wow, du siehst wie neu aus. Bist du bereit, zurückzufahren und dein Winterwunderland fertigzustellen? Na, da schau her, Sam. Sieht so aus, als hättest du zwei Helfer.
Viel Spaß, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Guten Abend, Hector. Was hast du denn so spät noch vor? Du fliegst über Car City, um sicherzustellen, dass alle Autos sicher sind? Großartig. Mach weiter so. Oh nein! Achte auf das Gebäude, Hector! Da ist noch ein Helikopter. Pass auf! Keine Sorge, Hector. Ich rufe sofort Tom den Abschleppwagen. Hector, das ist Hella, der Helikopter. Sie ist gerade erst in Car City angekommen. Tom, Hector, der Helikopter hatte einen Unfall. Kannst du schnell kommen? Du brauchst einen Anhänger, um Hector in die Werkstatt zu bringen? Gute Idee. Beeilung, Tom. Hier kommt Tom, Leute. Er wird dich in die Werkstatt bringen und dein kaputtes Licht in null Komma nichts reparieren. Hella, kannst du Tom helfen, Hector auf den Anhänger zu heben? Warte mal. Hella, hast du Lust, dich mit Hector später für einen gemeinsamen Flug zu treffen? Es sieht so aus, als wäre Hectors Rotorblatt verbogen. Was sollen wir als erstes tun? Es entfernen? Okay. Brauchen wir den Schraubenschlüssel? Welches Werkzeug brauchen wir als nächstes? Eine Zange? Großartige Idee. Jetzt musst du es mit der Zange schön festhalten und dann das Rotorblatt mit dem Hammer wieder gerade hämmern. Perfekt. Fühlt sich das besser an, Hector? Was sollen wir uns als nächstes anschauen, Tom? Du hast recht. Hector braucht einen neuen Frontscheinwerfer. Welchen sollen wir nehmen? Diesen? Diesen? Okay, Tom, probieren wir ihn aus. Sollen wir mal schauen, ob er funktioniert? Perfekt. Fühlst du dich jetzt besser, Hector?
Das ist großartig. Vielen Dank, Tom. Tschüss, Hector. Tschüss, Tom. Wir sehen uns.